Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rising World. Wir sind gerade dabei, hier bei unserem Mega-Gebäude oben etwas ganz Neues zu bauen, nämlich eine Holztribüne. Und dafür haben wir in der letzten Folge schon mal so ein paar Tests gemacht. Ja, wir haben schon mal das ein oder andere ausprobiert. Und das möchte ich gerne heute fortführen. Es gibt allerdings einen kleinen Nachteil. Ich habe alles verloren, was ich dabei hatte, weil ich habe nämlich nach der Aufnahme kurz mal mein Rendering gestartet und dabei bin ich gestorben. Wir müssen uns also alles wieder besorgen, was wir dabei hatten. Eine Uhr kriegen wir ganz schön schnell. Ich hoffe, dass wir auch einen Kompass kriegen. Was brauchen wir denn noch? Eigentlich brauchen wir erstmal nur Axt und Dingsbums. Hier Axt und Spitzhacke. Das reicht uns ja erstmal. Doof. Also ich habe auch meine Leiche nicht wiedergefunden. Normalerweise habe ich eingestellt, dass die Leichen nicht mehr verschwinden sollen. Ist noch ein bisschen buggy, würde ich sagen. So. Ich würde vorschlagen, dass wir... Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Ausrüstung jetzt gerade. Also wir müssen uns was zum Futtern mitnehmen. Die Tomaten reichen uns, glaube ich, sogar zuerst mal. So, hier Kompass nehmen wir mit und wir nehmen eine Uhr mit. Und den Rest brauchen wir, glaube ich, gerade gar nicht. Hier ist sogar schon Eimer. Also Eimer haben wir schon gebaut. Das war also doch nicht ganz so neu. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken, ob wir noch Holz haben. Genau, haben wir denn noch Holz hier irgendwo gespeichert? In unseren... Ist das das Holz, was wir immer benutzen? Nee, ich glaube nicht. 87 war, glaube ich, nicht das Holz, was wir sonst benutzen. Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier lange rumreden, fangen wir einfach schon mal an und holzen hier noch ein bisschen die Bäumchen ab. So, dann werden wir versuchen, oben die Tribüne zu bauen. Ich habe mir jetzt eben nochmal angeguckt. Das sieht ein bisschen komisch aus, weil die, ja, diese Platte, die wir gebaut haben, die liegt halt nicht genau oben drauf, sondern die liegt so ein bisschen versetzt zu den Pfosten, die wir aufgestellt haben. Das müssen wir uns nochmal angucken, ob wir das so lassen oder ob wir das nochmal umändern wollen. Jedenfalls, ja, pass mal auf, ich mache gerade mal, wisst ihr, was ich mache? Ich mache gerade mal hier einen Screenshot. Finde ich eigentlich ganz nice hier so, das Bild, Bäume und Axt und so. Oder vielleicht, wenn ich hier schlage, aber einfach mal so zwei, drei kleine Screenshotchen nebenher. So. Das letzte Mal hat das Holz ja nicht so lange gereicht. Ich glaube, wir müssen mehr Holz hier machen. Ich musste mal versuchen, dass ich den Klaus vielleicht für die nächsten Tage mal wieder aktiviere, dass wir hier weiter aufnehmen. Vielleicht kann ja auch die anderen noch mal ein bisschen helfen. Wäre eigentlich ganz cool, wenn wir hier mit 4, 5 Leuten spielen würden. Also ich habe ja hier so einen 4er-Server aufgebaut. Oder gemietet sozusagen. Also wir könnten eigentlich noch 2 zusätzliche Leute von unseren Stammspielern hier noch drauf holen. Muss ich mal gucken, ob die anderen Bock dazu haben oder wer überhaupt das Spiel noch besitzt, dass er überhaupt mitspielen kann. Das wäre halt die Frage. Müssten wir halt mal gucken. Und wir müssten mal gucken, ob es vielleicht irgendwie hier eine bessere Axt gibt. Oder vielleicht gibt es eine Kettensäge. Aber das wäre mir schon aufgefallen. Ich habe jetzt, glaube ich, fast 3 Monate haben wir nicht gespielt. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass irgendwas Neues hinzugekommen ist. Ich weiß, dass es bald eine neue Benutzeroberfläche geben wird. Die ist ja mit Java geschrieben. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich bin mal... Übrigens, Benutzeroberfläche. Hatten wir nicht hier unten immer ein Menü gehabt? Ach nee, das war... Nee, stimmt gar nicht. Hatten wir nicht. So. So, erstmal ein paar Bäumchen gefällt. Dann können wir oben weiterarbeiten. Und, ich weiß nicht, wie viel Holz wir brauchen, aber ich glaube, wir brauchen unendlich viel Holz, um da oben das fertig zu bauen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier so ein bisschen vor uns hinholzen. Also ich habe jetzt vor, oben diese Plattform da komplett aus Holz zu bauen, so dass man von unten auch sieht, dass da oben so die billigen Holzplätze sind. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Wir müssen auch mal gucken, ob das mit der Maserung von dem Holz, ob das hinhaut, weil ich habe ja so ein dunkelrotes Holz benutzt. Eventuell müsste man da nochmal was dran ändern. Also, wir werden jetzt mal checken, wenn wir jetzt gleich hier das Holz hier gemacht haben, dann gucken wir mal, wie das Ganze so läuft. Wie das dann so aussieht. Wir gehen mal bei Tageslicht hin, weil das letzte Mal haben wir ja bei Nacht das Ganze aufgebaut. So, jetzt fall mal um. Komm, 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 komm. So. Ich glaube, wir müssen erstmal Holz einsammeln, dass wir überhaupt hier mal einen Durchblick bekommen. So, hier ist auf jeden Fall noch ein Bäumchen. Das fällen wir gerade noch. Dann soll es auch erstmal reichen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier das hier, die Baumstämme jetzt alle klein gemacht haben, dann bekommen wir, glaube ich, hier auch schon ganz schön Holz zusammen. So, den hacken wir jetzt mal klein hier. Ich finde besonders toll, wie hier die Maserungen sind. Also man sieht hier sogar die Jahresringe und so. Also schon sehr, sehr detailliert. Gefällt mir echt gut. Auch die Tiere, die hier gemacht sind, die hier rumlaufen, die sind alle sehr schön gestaltet. Das finde ich echt, macht viel aus bei dem Spiel. Oder guckt euch mal das Gras an. Also man sieht natürlich, dass es künstlich ist, weil so, ja, es ist ein bisschen eckig, liegt es hier drauf. Aber guckt euch mal die Texturen an. Das ist echt schon, das sind schon coole Texturen, die hier verwendet wurden. Also da haben sie sich auch viel Mühe gegeben. Das ist ja eine deutsche Firma, die sitzen in Hamburg. Und, deswegen könnt ihr auch da im Forum zum Spiel ganz viele Sachen auch auf Deutsch finden. Das ist für die Leute, die nicht so gut Englisch können, vielleicht auch ganz gut. Das ganze Spiel ist ja auch hier komplett auf Deutsch. So, sammeln wir mal hier ein. Guck mal hier, da siehst du sogar die Jahresringe. Wir können also genauso, wir können also zum Beispiel auch zählen, wie viele Jahre der Baum gewachsen ist oder wie viele Serverstunden. Das wäre natürlich auch cool, wenn irgendwie die Bäume tatsächlich mit Serverstunden wachsen würden. Je länger die Bäume hier stehen auf dem Server, umso dicker, größer und fetter werden sie. Das wäre doch echt eine tolle Funktion mal, oder? So, hier haben wir noch ein Bäumchen. So, auch das sammeln wir noch ein. So, waren das alle Bäume? Ne, da hinten liegt noch was rum. Das müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Hier, so, das nehmen wir mit. Und hier dann, den machen wir klein. So. Ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Wenn wir hier die jetzt noch klein gemacht haben, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Vorrat an Holz. Das hört sich so komisch an. Hä? So soll es sich hier anhören. Das andere war mehr so ein Steingeräusch. So, das machen wir weg hier. Und das sammeln wir auch ein. Und dann müssen wir hier nochmal gucken. Jetzt hört sich's besser an. Eben habe ich vielleicht irgendwie einen Stein erwischt. Oder angepeilt. So. Ich dachte gar, es wäre ein fetter Kürbis, der wächst, weil es ist ein Elefant. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Bäume, die wir gefällt haben, auch schon wieder klein gemacht. So, pass auf. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir die Setzlinge gleich wieder setzen, damit wir hier wieder neue Bäume brauchen, bekommen, weil das nämlich so eine Sache ist hier. Die Bäume wachsen hier schon ziemlich lahm. So, wo ist denn hier die Richtung, in die ich muss? Ah, da. Gut. So, wir pflanzen jetzt einfach mal hier ganz viele. Das sammeln wir ein.
So. Dann haben wir hier noch ein paar Setzlinge. Das ist, glaube ich, Gras. Gut. Da liegt noch was. Nee, doch nicht. Gut. Da hätten wir schon ein bisschen aufgeforstet wieder. Da liegt noch einer. Und hier oben liegen auch noch Setzlinge. So, da ist auch noch ein Setzling. So, das hätten wir schon mal erledigt. Jetzt können wir eigentlich gleich nach oben gehen und können da uns so ein bisschen mit dem Holz vergnügen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir hier uns erstmal in eins der Zelte legen. Wie war denn das nochmal mit dem Zelt hinlegen? War das hier die Taste? Ja, die war's. Schlafen wir erstmal die Nacht durch. Und dann müssen wir ganz dringend was trinken. So, erstmal was trinken. Dafür nehmen wir ein kleines Turmädchen. So, und damit es jetzt nicht so lange dauert, würde ich sagen, wir nehmen einfach mal den Flugmodus hier hoch. Mit der F2-Taste kannst du ja jederzeit den Flugmodus einschalten. Schwupp. Und wieder aus. So, jetzt haben wir hier unsere Plattform gebaut. Und was mir halt nicht so gut gefällt, ist, dass es hier nicht so ganz abschließt. Aber vielleicht ist es auch ganz okay so. Weiß nicht. Wir gehen mal hier zu der Holzbank und machen jetzt erstmal Holz. So. Erstmal Bauelemente, Holzbalken. Ach, das können wir hier gar nicht machen. Warte mal, Sekunde. Dann gehen wir erstmal hier drüben hin. So, Rohstoffe, Holz. Ich hätte gerne hier maximal alles. Alles umgewandelt? Ja, jetzt haben wir ganz viele Bretter. Ich würde sagen, wir fangen mit den Balken an. Das waren ja diese roten Balken, die hier. Davon machen wir einfach mal... Machen wir doch mal 64 Stück. Und dann haben wir hier die Platten. Oder Planken. Da machen wir auch mal 64 Stück von. So, da haben wir schon mal einen ganz schönen Vorrat. Das haben wir jetzt oben drin. Ist okay. Dann gehen wir hier hoch. So, als erstes müssen wir mit G das Gitter wieder einschalten. Sehen Sie? Sie sehen nichts. Ach so, weil ich die Tomate in der Hand habe. So, jetzt G für Gitter. So, und der hat sich das gemerkt, dass wir... Oh, wir haben ein anderes Holz gebaut, glaube ich. Oder? Das sieht so anders aus. Nee, passt. Alles gut. So, da kommt einer hin. Hier kommt einer hin. Da kommt einer hin. Jetzt kommt leider der hier in der Mitte. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das ist 1, 2... Das ist hier beim 1, 2, 3... Beim dritten Übergang. 1, 2, 3. Also hier ungefähr. Damit wir die Platte drauflegen können. Das ist so ein bisschen doof. Sieht bestimmt nachher auch blöd aus, aber was willst du machen? Sonst kannst du halt die große Platte nicht drauflegen. Und dann haben wir hier im Abstand von 1, 2 nach hinten. Das wäre also dann hier. Hier kommen dann die hin. Huch, da. Hoffentlich baue ich alles richtig. Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir uns das mal an, ob das hier hinhaut. Von der Seite so geguckt.
Siehst du, man kann das auch noch ein bisschen nach vorne verschieben. Eigentlich. Blöd. Wenn ich aber jetzt hier größer mache. Ach nee, warte. Ich muss Shift drücken. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. So, das ist die Maximalgröße. So, ich könnte es jetzt damit abschließen lassen, so. Aber es soll ja hier so ein bisschen Überstand auch haben. Quasi so. Ist das richtig? Ja, ist ungefähr in einer Linie, ist es jetzt schon. So in etwa, ha? Pass auf, wir machen der Gitter an. Vielleicht springen wir auch mal hier drauf und gucken von der Seite. So. Sieht aber nicht so aus, ob das passen würde. Sehr merkwürdig. Das ist doch hier nicht das gleiche Raster. Die Balken doch falsch gesetzt. Ne, die Balken sitzen so, wie sie sollen. Das ist jetzt merkwürdig. Mal, das müsste das doch jetzt total leicht sich hier setzen lassen. So, das schließt hier genau ab. So, das muss doch hier drüben auch gehen. Ach, dürfen wir nicht mit Gitter arbeiten? Na gut, dann versuchen wir es mal so zu legen. Also mit der Gitterfunktion wäre mir schon lieber gewesen. Da stimmt auch irgendwas mit dem Abstand nicht so richtig. So. So. Haben wir doch eine durchgehende Platte hier. Das sieht doch ganz gut aus. Allerdings ist natürlich hier für die Tribüne ist der Anstieg jetzt hier, wenn du jetzt hier sitzen tust. So, na doch, du kannst in die Arena, kannst du immer noch reingucken. So, wir haben allerdings keine Bänke mehr. So, wir nehmen nochmal die Balken und nehmen nochmal das Gitter. Zwei Felder nach hinten. Jetzt müssen wir gucken, weil das jetzt natürlich viel höher geht hier. Sekunde. Sekunde. So. Jetzt müssen wir... nee. Bleib mal stehen. So. Jetzt setzen wir das mal hier hin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das die richtige Höhe hat. Weil man kann jetzt hier oben nicht nach oben gucken. Ich glaube, ich muss einsetzen, um dann zu gucken, ob das hier mit der Höhe hinhaut. Das kommt ungefähr hin, ha? Das scheint die richtige Höhe zu sein. Ja, pflanzen die jetzt einfach mal hier hin.
So, jetzt haben wir hier wieder unsere... Wie viel Abstand war das? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich glaube, ich habe es 1 zu weit nach hinten gesetzt, oder? 1, 2, 3, 4. Das müsste also hier ungefähr sitzen. Ich bin mir unschlüssig. Ich muss noch mal vorne gucken. Das kann man wahrscheinlich jetzt nicht mehr sehen. Ja, wir können nicht noch weiter zurückgehen, sonst fallen wir hier runter. So, was haben wir denn da? 1, 2, 3, 4. Ja, ich glaube, ich habe das in der Reihe davor, ist glaube ich falsch gebaut. So, wir sind jetzt hier. Sind wir auf der ersten Querlinie, auf der zweiten, dritten, vierten. Das müsste also hier sein. So. Und dann versetzt sich das Ganze um... Wie viele Felder nach hinten? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also hier. Ich mache erstmal nur eine. Und guck mir mal an, ob das jetzt mit der Länge hinhaut. Das sieht aber ganz gut aus. Können wir so machen. So, also gut. Hier kommt dann Gitter. Hier ist dann ein Balken. Dann ist hier ein Balken. Hier ist ein Balken. Oh, Linie verloren. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dann kommt da eine hin. Und doch, stimmt. Da. Nee, stimmt leider nicht. Ah, Mist. So, der ist falsch. Können wir leider so nicht wegnehmen. Müssen wir leider kaputt machen. So. So, nochmal versuchen. Hier Balken und wir müssen hier auch zu dem. Eins, zwei, drei. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir noch Platten oben drauflegen. Und zwar müssen wir hier ungefähr anpeilen. So, jetzt hier vorne noch ausgerichtet an der Kante. So, passt. An der Kante angepeilt. Passt. Die Kante... So. Na komm. Noch einen Millimeter mehr. Noch einen Millimeter mehr. Lass mal so. So, jetzt hier. So, komm. So. Gut. So, jetzt brauchen wir Bänke, denn wir wollen natürlich auch noch hier, dass die Leute hier sitzen können. Deswegen gehen wir nochmal hier zu unserer Holzwerkbank. So, und jetzt machen wir hier Bänke, Holzbank. Ach nee, Holzplanke war das. So, Sitzen war das, glaube ich. Sitze, Bank. Da hatten wir das helle Holz. Das war es nicht. Was ist das hier gewesen?
Ich glaube, es war das hier. Ich teste das mal. So, Bank. Nee, es ist das andere Holz. Mist. So ein bisschen das Fichtenholz ist das mehr. Das hier. Wie viel können wir bauen? 19 Stück. Okay, bauen wir mal. So, jetzt haben wir natürlich hier eine, die ist falsch. Die müssten wir jetzt irgendwo mal... Die eine ist falsch, die legen wir mal irgendwo hin. Oder bauen sie irgendwo hin. Können wir später wieder wegnehmen. So, tun wir mal hier hinstellen. Damit die uns jetzt nicht gleich in die Quere kommt. So, wir tun das mal hier oben hin. Und dann geht's los. So, hier, zweite Etage. Wieder mit Gitter. So, und gleich daneben die nächste. Und nochmal die nächste. Nächstes Päckchen. Gitter an. So. Und auch gleich hier oben noch. Ich hoffe, dass das nachher gut aussieht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wir müssen auch irgendwo noch Treppen einbauen. Aber ich denke mal, das wird bestimmt toll. So, wieder Gitter an. Und dann müssen wir noch ein Stück weiter nach hinten, oder? Ich glaube schon. Ich glaube so. So, die letzten vier Felder müssen wir. Gehen wir einfach mal höher. Also, ich würde gerne ein Feld weiter nach vorne gehen. Ah, wieso geht das hier unten und hier oben geht's nicht? Na gut, dann machen wir es halt so. Dann bin ich gleich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Ja, hat doch was, oder? Kann man, glaube ich, so lassen. So, wir nehmen uns mal nichts in die Hand. Mach ich mal einen Screenshot. Und vielleicht nochmal einen aus dem Flugmodus. Schwupp. So. Ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so in der gedrängte Holzkonstruktion, wie ich sie mir vorgestellt habe. Die sieht eigentlich schon ziemlich luxuriös aus. Und eigentlich war das nicht das, was ich wollte, aber ich bin trotzdem irgendwie... Oh, das war blöd. Naja, so weit, so gut. Ich denke, das kann man erstmal so lassen. Vielleicht hier vorne schwebt es natürlich. Das ist doof. Schweben soll das hier vorne nicht. So, aber ich glaube, wir können das erstmal so lassen. Weiß nicht, wie sieht es von unten aus, wenn man es von unten sich jetzt anguckt. Ich versuche mal hier schneller zu laufen. So, so.
Dann gehen wir hier noch eine Etage tiefer. Dann hier vor. Weiß gar nicht, ob wir von hier unten das sehen können. Nee, von hier unten kannst du da oben gar nicht hingucken. Aber wer will auch schon da oben dieses Billigpackvolk sich angucken? Hahaha. Ja, die hätte eigentlich noch viel steiler und enger sein können. Vielleicht bauen wir es auch nochmal um. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber wenn wir das nochmal umbauen, dann machen wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man das Ganze so machen könnte, dann meldet euch doch mal. Schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich darüber sehr freuen und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Das wäre super. Außerdem wollen wir ja hier noch schwer erweitern. Es soll ja hier noch, das ganze Gebäude wird ja noch viel, viel größer. Wir werden aber Teile des Gebäudes dann kopieren. Ne, wir werden die größten Teile, den größten Teil des Gebäudes werden wir kopieren. Dadurch geht es viel schneller und dann haben wir bald hier ein riesiges Gebäude. Ich freue mich darauf und sag mal Tschüss für heute. Macht's gut.